Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Fortnite. Und mir ist gestern, also ich habe gestern Abend ein paar Ründchen so allein gespielt und da ist mir so eine Idee für ein Video gekommen, und zwar einfach reinrushen bis zum geht nicht mehr. Also wir bleiben nicht stehen, wir campen nirgends, wir werden einfach die ganze Zeit immer weiterlaufen und Gegner suchen. Das hat bei mir gestern eher, ja, so halb funktioniert, aber ich werde das üblich so zu einem schönen Video zusammenschneiden, und das soll ja auch eher mehr der Unterhaltung dienen und nicht meinen eher semi vorhandenen Skill zeigen. Also ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Bewerten nicht vergessen, schaut bei meinem Discord und meiner Twitch-Seite vorbei, so wie üblich, unten verlinkt, die ersten zwei Links in der Videobeschreibung, und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. So, es geht los. Ich bin direkt am Anfang rausgesprungen, weil, naja, wir rushen ja natürlich rein. Also heißt auch am Anfang rausgehen. Und ich würde sagen, wir gehen nach Greasy Groves. In der Hoffnung, dass wir da irgendwo etwas finden, was wir brauchen können. So, und ich lande gleich mal hier auf dem Dach. Hoffe, dass keiner andere hier landet. Und hoffe auch, dass es hier eine Kiste irgendwo gibt. Oh ja, perfekt, wir haben die Kiste. Heißt, wir nehmen gleich mal alles mit. Auch die Munition, und rein geht's. So, perfekt, wir haben hier noch eine zweite Kiste in diesem einen Haus. Nehmen wir natürlich auch mit. Schildtränke werden gleich mal eingenommen. So, und ich glaube, hier in dem Haus ist jemand. Oder auch nicht, okay. Ich habe auf jeden Fall hier alles gelootet und werde mal rausgehen. So, Leute, irgendwie sieht so aus, als... Okay, da ist ein... Oh Gott, ich werde angesniped. Schön langsam habe ich das mit dem Bauen ja etwas heraus. Aber ich habe ja natürlich auch eine wunderbare Sniper. Oh, oh, was fliegt da? Oh, ich will Granaten. Ich will keine Granaten, danke. Ich hab den Handy getroffen. Das habe ich ja auch noch für eine kleine Challenge gebraucht. Beziehungsweise für so eine tägliche Herausforderung. So rum, das nehme ich mal mit. Und ist das... Ah, das ist das Halbautomatische, das kannst du behalten, das will ich nicht. Okay. Wow. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, dass der so direkt reinrusht. Okay, aber egal. Wir haben immerhin einen wunderbaren Snipe gelandet, die Runde. Und wir sind auch ein bisschen... Ja, wir sind tatsächlich etwas reingegangen. Also, das kann man jetzt nicht unterstellen. Und ich würde sagen, wir hängen einfach gleich noch eine Runde dran. Und ihr seht, ich habe hier doch die Herausforderung geschafft mit Eliminierungen, mit Scharfschützengewehr. Endlich habe ich die auch mal hinter mir. So, es geht wieder rein. Ich bin, ja, wieder als ganz am Anfang ausgestiegen, und es geht Richtung Flush Factory, wo wir auch schon letzte Folge waren. Und ich bin etwas zu weit hinten gelandet. Finde ich gar nicht cool, aber, wir sollten doch noch hoffentlich wo eine Waffe finden. Ah ja, da ist schon mal die Pump Action am Start. Und eine Kiste. Ja, das reicht für den Anfang, würde ich sagen. Oh, mit einer goldenen Scar. Ja, das nenne ich mal einen guten Anfang. Und noch einen großen Schildtrank. Leute, wir haben alles, was wir brauchen. So, ich höre einen Gegner unter mir. Okay, das sollte ich lieber nicht riskieren. So, er sollte hier noch irgendwo sein. Ich werde ihn jetzt mal suchen, ich habe mich gerade mal voll geheilt. Und da ist er. Und er hat mich, er hat mich, er hat mich. Ich hätte auch auf die Shotgun wechseln sollen, fuck. Scheiße. Ach, irgendwie hat das Reinrushen gerade überhaupt nicht funktioniert. Ich hätte wirklich auf meine Shotgun vertrauen sollen. Aber nicht so schlimm, es wird einfach noch eine Runde dran gehängt, so wie üblich. So Leute, Versuch Nummer 3. Ich gehe raus Richtung Lonely Lodge und hoffe natürlich, dass ich diesmal wieder so gutes Equip bekomme wie letzte Runde. Und ich weiß, dass ich noch etwas falsch mache. Und zwar benutze ich einfach meine Shotguns zu wenig, beziehungsweise zu spät, weil ich immer denke, die haben nicht so eine große Range, aber die haben doch leider eine sehr gute Range. Und, okay, hier landet zumindest keiner auf meinem Dach. Und da haben wir eine Kiste, danke. Auch nicht jeder einfach mal rein. Wie gesagt, rush it to the limit. Und, ja, wir haben den ersten, perfekt. Nice. Der anscheinend nicht ganz geschnallt hat, dass ich da hinten aufgegraben habe. So, und die Shotgun haben wir jetzt auch am Start. Perfekt. Oh, da ist eine Kiste. Kann ich? Ja, kann ich. Perfekt.
Oh ja, perfekt, ein Sturmgewehr, das nehme ich natürlich mit. Die Granate kannst du dir behalten, die will ich nicht. Obwohl, statt der Pistole nehme ich sie mit. So, und ich höre noch jemanden. Okay, der ist da drüben rauf. Dann wollte ich eigentlich darauf, aber das geht anscheinend nicht. Okay. Und da ist er. Und ich treffe einfach nicht. Okay, ich habe nochmal getroffen. Ich wechsle jetzt auf die hier. Und ich habe ihn, perfekt. Puh. Gleich mal das Medipaket mitnehmen und heilen. Ja, Leute, und ich denke mal, damit hätten wir hier das Gebiet durchaus geklärt. Ich brauche jetzt auf jeden Fall noch einiges an Material zum Bauen. Und Leute, ihr müsst auch zugeben, ich bin schon etwas besser geworden als in meinen anfänglichen Videos. Das heißt, in meinen anfänglichen, als in meinem ersten zumindest. Das habe ich, wann habe ich das hochgeladen? Vor 2 Wochen? Lass mich lügen, ich glaube, es waren 2 Wochen, ja. Und da war ich ja echt kacke. Das muss man so sagen, aber mittlerweile, es wird, sagen wir mal so. Hat ja bei PUBG auch eine Weile gedauert, bis ich das Spiel so halbwegs drauf hatte. Und ich sag so halbwegs, weil ich bisher nur eine Runde gewonnen habe und das im Duo. Aber es könnte doch was werden. Ich habe auch gestern Abend, wie ich noch Fortnite hier gespielt habe, habe ich eine Runde, da war ich 8. und bei einer war ich 3. Also durchaus passabel gewesen. So, und das wird der letzte Baum, den wir anhauen. Wir haben jetzt nämlich Holz komplett aufgeladen. Heißt, die haben auch genug zum Bauen. Ich werde mir jetzt mal ein paar Gegner suchen. Und um ehrlich zu sein, wäre es auch ganz nett, einen Sniper zu haben. Damit ich etwas auf Range mithalten kann. Ich meine, nach dem Schuss letzte Runde. Uhu. So, ich bin gerade irgend so einen richtig großen Turm raufgeklettert. Wo noch eine Kiste drin ist, die sich kein Mensch geholt hat. Wenn da ist ein Sniper drin. Ah, okay. Wäre zu schade gewesen. Aber ich höre noch eine Kiste. Geil! Also 2 Kisten auf einem Turm hat auf jeden Fall was. Es sieht so aus, als würde sich die Zone so Richtung Retail Row bewegen. Das werden wir natürlich dann auch machen. Und hoffentlich noch ein paar Gegner finden. Ich meine, wenn ich schon so eine Push it to the limit Sache mache, sollte ich doch dann auch ein paar Gegner erledigen. So, ich pushe jetzt mal in das nächste kleine Dörfchen hier rein. Vielleicht verkämmt sich hier ja noch ein Gegner, wer weiß. Okay, es sieht noch sehr schlecht aus mit Gegnern hier in diesem kleinen Kaff. Ich laufe schon überall rum, aber ich finde einfach keinen. Okay, Leute, es ist offiziell. Das kleine Dorf hier. Es ist niemand da. Es ist einfach niemand da. Ja, wenn das so ist, dann werde ich mal einfach Richtung Retail Row reinpushen. Ich weiß noch nicht gerade, wie ich am besten reinlaufen soll, damit ich nicht weggesniped werde oder so. Ich glaube, ich gehe einfach so ein bisschen. Obwohl ich könnte. Ah, ich weiß nicht genau. Ich gehe einfach rein. Auch immer schön hier in der Third Person um die Ecke. Schildtränke, danke. Die hat offenbar niemand gelootet. Ich kann. Oh, es ist nur einer, okay. Aber den nehme ich auf jeden Fall. Okay, die Zone hat sich wieder verkleinert. Sie geht. Es sieht so aus, als würde sich das Ganze so gegen Schluss auf einem leeren Feld abspielen. Aber ich würde schon gern vorher ein paar Gegner sehen. Ich meine. Ihr seht wirklich, ich laufe die ganze Zeit rum. Ich gehe eigentlich überall rein, wo ich irgendwas sehe. Aber es sind keine Gegner da. Ich weiß nicht, an was das liegt. Ich werde jetzt, bis sich das Auge verkleinert, hier in Retail rumlaufen. Vielleicht kann ich den ein oder anderen Gegner abfangen. So, die Zone kommt und ich werde jetzt einfach mit der Zone hier so am Rand etwas mitlaufen. Um zu schauen, ob ich. Hier sollte doch irgendwo noch ein Gegner sein. Hallo. Ja, ich höre ihn. Irgendwo da vorne. Richtung Nordwesten. Okay, da hinten ist einer. Ich weiß gerade nicht, ob ich jetzt da direkt drauf pushen. Okay, ich push drauf, aber ich gehe ganz am Rand von der Zone lang. Okay, er hat gerade eine Falle installiert. Und da ist er. Ich habe ihn gesehen, Leute. Komm raus. Okay, da ist irgendwo die Falle. Ich habe ihn einmal gehittet. Ich traue mich da nicht reinzugehen wegen der Falle. Deswegen gehe ich oben rein. Er hat mich. Oh Gott, nein, er hat mich. Er hat mich. Oh Gott, nein, er hat mich. Ich hab nicht. Oh Gott, ich hab nicht gedacht, dass er von außen rankommt. Scheiße. Ah, das. Oh Gott, hat ja viele Fallen da installiert. Ja, wenn ich da reingegangen wäre, wäre ich sowieso tot gewesen. Aber.
Das war doch mal eine produktive Folge, oder nicht? Wir sind immerhin Platz 4 geworden. Meine beste Leistung bisher in dem Video. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal wird es vielleicht was mit einem kleinen Win. Ich will jetzt nicht, jetzt hier nicht übertreiben, aber wer weiß. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's für diese Folge. Bewerten nicht vergessen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten, ich würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und dann bleibt nichts mehr zu sagen, als bis dahin und ciao.